Das ist das NZZ Wahlbistro. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Hallo und herzlich willkommen, Roger Köppel. Hallo. Herr Köppel, der breiten Öffentlichkeit braucht man Sie ja nicht mehr vorzustellen. Sie sind als Weltwoche-Verleger und Chefredaktor breit bekannt. Nun wollen Sie ja nicht mehr nur über Politik schreiben, sondern auch aktiv Politik betreiben. Was ist denn Ihre Mission? Ja gut, die Mission ist die Schweiz. Ich glaube, wir sind heute an einem Punkt, zumindest geht es mir so, wo ich mit wachsender Fassungslosigkeit einfach beobachte, wie vor allem nicht weit von hier im Bundeshaus einfach zentrale Errungenschaften der Schweiz irgendwie verschenkt werden, verkauft werden. Und namentlich seit der Masseneinwanderungsinitiative und den Folgen der Bearbeitung im Bundesrat etc. hat hier mein Grad der subjektiven Bestürzung massiv zugelegt. Es gibt ja Spekulationen, dass Sie quasi der neue Spin-Doktor der SVP werden sollen. Sie sind ja wahrscheinlich schweizweit auch der einzige eines Kalibers von Altbundesrat Christoph Blocher. Könnten Sie sich anfreunden mit dem Gedanken, in seine Fußstapfen zu treten? Und es gibt ein berühmtes Zitat vom früheren Weltwoche-Mitarbeiter Golo Mann. Der hat einmal gesagt, überschätzen Sie mich heute nicht, auf dass Sie mich morgen nicht unterschätzen. Also diese Vergleiche mit Blocher, das sind jetzt auf Deutsch-Schweizerisch gesagt, die sind natürlich birnenweich, hätte man das vielleicht früher bezeichnet. Das sind natürlich falsche Vergleiche. Christoph Blocher ist eine Figur sui generis, also da würde ich mich jetzt also gar nicht in diese Liga stellen wollen. Aber ich glaube, mein Antrieb ist prosaischer. Mir geht es einfach darum, sozusagen, dass die journalistische Seitenlinie zu verlassen und zu sagen, das reicht einfach nicht mehr. Es sind offensichtlich Bewegungen im Gange, da muss man sich selber im Getümmel, wie auch immer, im Handgemenge der Politik selber engagieren. Man kann das nicht einfach nur als Beobachter verfolgen. Aber da steht jetzt kein Masterplan oder irgendeine Karrierestrategie dahinter. Im Gegenteil, ich muss mal schauen, ob das überhaupt alles klappt. Das ist ja alles noch gar nicht gesagt. Ja, Bescheidenheit ist eine Tugend. Auf einer Skala von 1 bis 6, wie unabhängig sind Sie? Ja, ich würde sagen 7,5. Ja, aber zumindest einen Teil Ihrer offiziellen Unabhängigkeit, Sie müssen selbst lachen, haben Sie doch allerdings beim Beitritt zur SVP aufgegeben. Also nein, das ist nicht der Fall, weil ich meine, wenn Sie einer Partei beitreten, dann hat ja die Partei Ihnen gegenüber keine Weisungsbefugnis. Das heißt, meine Unabhängigkeit wird ja nicht eingeschränkt. Ich habe, kann mit Toni Brunner oder Christoph Blocher oder wer auch immer, können mir ja keine Weisungen erteilen. Also ist meine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. Ich trete der SVP bei, weil diese Partei in den für mich wesentlichen Fragen am konsequentesten auftritt. Unabhängigkeit gegenüber der EU, Neutralität, direkte Demokratie, Umsetzung von Volksentscheiden, letztlich auch die Marktwirtschaft. Das sind für mich die Kernbereiche, aber mir hat niemand etwas zu sagen in der Partei. Aber trotzdem hat man ja das Gefühl, es hat sich schon ein leichter Meinungsumschwung eingestellt und Sie haben sich quasi über Nacht zum Bauernversteher gewandelt und haben ja weiteren Agrarprotektionismus verteidigt. Ausgerechnet Sie, der ja jahrelang die Landwirtschaftspolitik der SVP kritisiert und, ich zitiere, wahlweise als Achillesferse oder Hypothek bezeichnet hat. Woher der Meinungsumschwung? Gut, das ist natürlich der Hintergrund dieses Artikels, ist ein Artikel in der NZZ. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt in einem Beitrag des NZZ am Sonntag, Chefredaktors Felix E. Müller, der da nach dem Cassis de Dijon-Abstimmung im Bundeshaus so pauschal die Bauern da etwas zu minderen Zeitgenossen da heruntergeschrieben hat. Und da fühlte ich mich, wie soll ich sagen, motiviert, hier einen Gegenakzent zu setzen. Aber es ist richtig, die Weltwoche hat natürlich die Landwirtschaftspolitik auch schon kritisiert. Und es ist auch nicht so, dass ich verleugnen würde, dass es hier Missstände gibt. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion ist auch etwas heuchlerisch. Tatsache ist, die Landwirtschaft oder die Bauern haben einen Verfassungsauftrag. Der Staat hat eine zu große Präsenz dort. Aber diese Pauschalverunglimpfungen, wie ich sie dort in der NZZ am Sonntag gelesen habe, die kann man so nicht stehen lassen.
Ja, Roger Köppel, Sie haben einen Argumentationspanzer, man dringt kaum durch. Aber ich vermute, es gibt ein Thema, wo man Sie als intelligenten und wortgewandten Mann eher aus der Ruhe bringt, und zwar das Thema Frau. Laut einem Editorial, das Sie einmal geschrieben haben, sind Männer ja den Frauen ausgeliefert. Ich zitiere: Die Rache der Frau ist ein wirksames Instrument der Zähmung und Zivilisierung des Mannes. Herr Köppel, ich habe das Gefühl, Sie haben Angst vor Frauen. Oh nein. Ja, nein, gut, ich würde mal sagen, die als Mann, und da würde ich mich als absoluten Durchschnittsmann bezeichnen, stehen wir natürlich in dämonischer Gebanntheit, um Hans Blumenberg zu zitieren, vor den Frauen. Und Respekt ist natürlich da, und wir sehen den Einfluss der Frauen, aber ich meine Äußerungen in der Weltwoche zum Thema Mann-Frau bewegen sich also ganz neu an einer wissenschaftlichen Objektivität. Ja, das sagen Sie. Ich kann auch noch weiter zitieren aus einem Interview, wo Sie gesagt haben, Frauen seien erstens klüger, Frauen machten dank ihrer Nörgelei besseren Menschen aus ihnen und die Kritik der Frauen sei angewandte Liebe. Ja. Herr Köppel, ich bin eine Frau, Sie sind ein Mann, jetzt müssen Sie mir Ihre Gedankengänge noch einmal klar und deutlich erklären. Gut, das würde natürlich eine abendfüllende Sendung, das würde natürlich eine abendfüllende Sendung brauchen, um diesen anthropologischen Grundfragen wirklich dann an den Kern vorzudringen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, ich glaube, man kann das schon sagen, in der Beziehung Mann-Frau, die Frau hat auf den Mann den größeren Einfluss als umgekehrt. Und ich glaube, dass Frauen, auch wenn sie, und das ist ja aus vielen Beziehungen bekannt, und eine auch kritische Haltung gegenüber den Männern haben, ihre Männer kritisieren und so weiter, dann sind das eben sehr, sehr wichtige, ja, Stimmen, die man sehr ernst nehmen muss. Der Mann hat ja manchmal leichterdings die Neigung, ja, lass mich jetzt in Ruhe, ich will jetzt mit dir das nicht ausdiskutieren, aber ich glaube, Frauen, es ist interessant, ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht können Sie mir erklären, haben einen, ja, oftmals feiner entwickelten Instinkt für die Wirklichkeit. Sie sehen Dinge präziser, spüren auch Dinge, die dem Mann in seiner vielleicht etwas extrovertierten Egozentrik entgehen, sehen sie genauer. Das wollte ich eigentlich dort zum Ausdruck bringen, aber offensichtlich ist es mir nicht gelungen, habe ich Sie noch nicht überzeugen können. Ja, also diese Hymne auf die Frau, die gefällt mir natürlich, die Sie hier anstimmen. Welchen Schluss sollten wir denn politisch daraus ziehen? Sind Sie jetzt plötzlich für die Frauenquote? Nein, das sind natürlich Frauenquoten, das sind für mich letztlich auch Gründe, die mich in die Politik hineintreiben. Aber bräuchte es nicht einfach mehr Frauen, die dann quasi auch in der Politik und in der Wirtschaft tätig sind, wenn diese den Männern so stark überlegen sind? Es bräuchte vor allem mehr Roger Köppel in der schweizerischen Politik. Aber Sie sind ja ein Mann. Wie? Ja, nobody is perfect. Aber ich sage jetzt einmal, nein, also Frauenquoten, das ist für mich jetzt so ziemlich, das ist für mich eigentlich fast die... Ein Zentralbeweis dafür, die Einführung von staatlichen Frauenquoten in der Wirtschaft, was falsch läuft in Bern, dass wir heute an einem Punkt sind, wo ein Bundesrat so etwas ernsthaft verabschiedet, als wenn man Frauen unter Naturschutz stellen müsste, unter Quotenschutz stellen müsste. Ich meine, das ist ein klassisches Beispiel für diese linke, verfehlte etatistische Politik, die wir heute haben. Da gehe ich mit Ihnen eins. Über das Frauenthema sprechen wir vielleicht ein anderes Mal noch. Besten Dank, Roger Köppel, für den Besuch. Und auch Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.